bin gerade am Weg nach Lamprechtshausen und von dort aus werde ich mit der Lokalbahn und mit meinem E-Bike die Ausflugsziele rund um die Bahn erkunden. Für mich geht's heute ins Vogelparadies Waidmoos, nach Oberndorf und zur Sternwarte am Haunsberg. Erster Stopp, Lamprechtshausen. Dorthin fährt die Bahn vom Salzburger Lokalbahnhof aus im 30-Minuten-Takt. Nach 35 Minuten bin ich am Ziel, zumindest fast. 15 Minuten fährt man von hier mit dem Rad zum Waidmooser Moor, meinem ersten Stopp. Erste Station heute im Frühnebel ist das Vogelparadies Waidmoos. Ja, und so früh am Morgen kann man auch noch manches entdecken da. Zum Beispiel da drüben, da ist ein Hase, also da fühlen sich nicht nur die Vögel wohl. Wir kommen jetzt rein ins Schutzgebiet, ins Waidmoos. Und ganz typisch sind gleich einmal die Birken mit dieser auffallenden weißen Rinde. Buche und dem Ahorn, dem ist es da zu nass, die können da nicht gut wachsen. Und da hat dann die Birke ihre Chance und auch die Kiefern, die man da am Rand sieht. Und was ist das für eine Bahn? Das Waidmoos war ja mal ein Hochmoor mit einer sehr hohen Torfauflage, das waren mehrere Meter. Und diesen Torf hat man abgebaut, zuletzt für Gartenerde. Und das war die Bahn, mit der man den Torf hinausgebracht hat. Ein Hochmoor lebt von dem, dass es eine Torfauflage hat. Das ist das Charakteristische an diesem Lebensraum. Wenn ich die Torfauflage wegtue, ist das Moor tot. Und eigentlich ist fast bis auf den Seeton abgebaut worden und das Moor ist verschwunden. Nur ein kleiner Rest des Hochmoores ist erhalten geblieben. Nach den schweren Eingriffen durch den Torfabbau konnte das Waidmoos nicht sich selbst überlassen werden. Es waren gezielte Maßnahmen nötig. Sonst hätte sich das großflächig entwässerte Moor zu einer einförmigen Waldlandschaft entwickelt. Da sieht man das besonders gut, wie so ein Torf ausschaut. Das schwarze Gold hat man das früher genannt, weil der einen sehr guten Heizwert hat und sich gut trocknen lässt. Das ist ein ganz leichtes Material, wenn es trocken ist. Das Typische am Dorf ist, dass der so unter Wasser steht und so sauer ist, das Wasser, dass dort die Bakterien die Dinge nicht zersetzen können. Das heißt, man findet normalerweise da Pflanzenreste drinnen oder auch Moorleichen, wenn es ganz blöd hergeht, die einfach nicht zersetzt werden. Die nach dem Ende des Torfabbaus brachliegende Landschaft bot einen ruhigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ein Mosaik aus Wasserflächen, Schilfbeständen und Weidegebüsch hat sich entwickelt und seltene Vogelarten haben sich angesiedelt. Entstanden ist ein faszinierender Lebensraum. Ich habe jetzt da schon ein paar Enten gesehen. Ihr habt aber richtig seltene Vogelarten auch, oder? Genau, also das sind jetzt keine seltenen Enten, das ist die Stockente. Mhm. Wir haben aber auch Arten wie zum Beispiel das Blaukehlchen oder die Rohrweihe, die im Waidmoos brüten. Das sind sehr seltene Arten, die sind europaweit sehr selten und auch gefährdet. Und für die hat Österreich eine besondere Verantwortung, weil ein wichtiger Teil der Population bei uns da lebt. Und es zahlt sehr aus, weil es schaut ja richtig schön aus da. Zahlt sich nicht nur für die Vögel aus, sondern für uns Menschen, genau. Und wenn es am Tag heute hergeht, spürt man das. Einige Vögel sind jetzt im Herbst natürlich schon ausgeflogen. Ein paar machen auch einen kurzen Zwischenstopp auf ihrer Reise. Und am besten beobachten kann man es aber von da hinten, von dem Turm, weil da sieht man ein bisschen in das Gebiet rein, wo man als Besucher gar nicht reinkommt. Und das mache ich jetzt. So, und natürlich ist es jetzt nicht wie in einem Zoo, dass man da alle Tiere gleich findet, sondern man muss schon richtig gut suchen. So, jetzt bin ich wieder am Lokalbahnhof und weiter geht's jetzt mit dem Zug nach Oberndorf. Von Lamprechtshausen aus sind es nur 5 Stationen. In 9 Minuten bin ich dort. In Oberndorf gibt es einiges zu entdecken. Die Umgebung erkunde ich mit dem Fahrrad. Über die Salzachbrücke da in Oberndorf kommt man auch laufen und das liegt schon in Bayern. Die Brücke verbindet nämlich Deutschland mit Österreich.
Die Brücke wurde ab 1901 während der Herrschaft von Kaiser Franz Josef I. erbaut. Im Umkreis von 15 Kilometern ist sie immer noch die einzige Verbindung für Kraftfahrzeuge zwischen Bayern und dem Land Salzburg. Ursprünglich gab es schon seit Jahrhunderten an einer anderen Stelle eine Brücke aus Holz, die aber immer wieder von den häufigen Hochwassern weggeschwemmt wurde. Darum entschied man sich, die Brücke aus Eisen an einer höher gelegenen Stelle, also hier, zu bauen. Neuenoberndorf wurde 1818 zum ersten Mal Stille Nacht, Heilige Nacht aufgeführt. Darum gibt es da die Stille Nachtkapelle. Und die befindet sich da hinter mir, aber da schaue ich sicher zu Weihnachten nochmal her. Aber jetzt habe ich schon richtigen Hunger. Ich hole mir jetzt eine Jause. Christi, hallo. Du, ich bin mit dem Radl gerade gekommen und ich habe echt ein bisschen Hunger. Was hättest du für so eine kleine Jausen oder was? Also ich hätte jetzt einen selber gemachten Kuchen. Ja, klingt gut. Das ist ein Topfenkuchen mit Streusel und eigene Brombeeren. Magst du was? Ja, bitte. Ja, gerne. Schau, bitte. Ah, danke, super. Du, und seit wann macht sie das da? Seit 1991, da haben wir direkt vermarkten. Und seit 2001 sind wir da herüben jetzt, haben uns den Markt miteinander gebaut, mit den Gemüsebauern zusammen. Wir machen unser eigenes Brot. Bauen wir auch unseren eigenen Roggen an und machen dann ein Holzofenbrot draus. Und unser Junior ist Metzger. Wir haben Mutterkühe und Schweindeln. Und er ist eben beim Aufziehen schon dabei und er ist dann beim Schlagen dabei und auch dann beim Verarbeiten, also sprich verwursten. Und der Kuchen ist selber gemacht auf jeden genau, Fall. Genau, der ist selber gemacht. Den lassen wir jetzt schmecken. Gell? Danke. Ja. Da drüben gibt es noch einen Kaffee zum Oberlassen. Passt, danke. So, eine wohlverdiente Pause. Ich bin jetzt gut gestärkt und für mich geht es jetzt weiter zur Sternwarte. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da am besten hinkomme. Die nächste Station der Salzburger Lokalbahn ist Ziegelheiden. Nur 7 Minuten mit dem Rad. Also in 10 Minuten geht es schon wieder weiter. Was ich sagen muss, was richtig praktisch ist, ist, dass da alles barrierefrei ist, weil sonst würde ich mit dem Fahrrad da nicht so weit kommen. Mein nächster Stopp ist Acharting. Von dort aus ist es eine kleine Tour mit dem Rad bis zur Sternwarte, aber sie zahlt sich aus. So, jetzt bin ich angekommen bei der Sternwarte und ich sehe schon, da ist die Tür offen, da schaue ich jetzt mal rein. Der ist gerade bei der Arbeit. Nein, sie stört nicht. Hallo, Gott, hallo. Was haben wir da jetzt? Wir sind in der großen Kuppel der Vega-Sternwarte des Hauses der Natur. Da ist unser dicker Brummer, sie stehen da direkt drunter, ein riesiges Teleskop, auf das wir sehr stolz sind. Das größte frei zugängliche Teleskop in Europa. Jeder kann da durchschauen, jeder kann live durchschauen, nicht durch eine Kamera, nicht durch Messgeräte, sondern da kommen Okulare hinein und so wie man durch einen Feldstecher schaut, schauen wir da durch das Riesenteleskop. Und was sieht man da genau? Ah, das ist ein Abenteuer. Wenn man die großen Planeten hat, Jupiter, Saturn, gibt es da viele Details zu sehen. Früher waren wir stolz drauf, wenn wir den Jupiter gut gesehen haben. Jetzt sehen wir schon Details auf manchen Monden. Da können wir noch weiter hinausgehen ins Universum. Andromeda-Galaxie, Spiralnebeln jeder Art in vielen Details zu sehen. Natürlich fotografisch dann noch viel besser. Aber auch mit freiem Auge sieht man schon Ringnebel in der Leier, planetarer Nebel, ganz schöne Objekte, die zum Greifen nahe ausschauen. Diese Kuppel, die kann man einfach aufmachen, ja, und am Abend kann man dann quasi dann genauso die Nächte hier verbringen und forschen, ja, oder? So. Also, unsere Frauen sind froh, dass man bei Tage nicht sieht, da irgendwann müssen wir mal heimkommen auch. Öffnen wir den Himmel über uns. Im Herbst warten wir jetzt natürlich schon auf die Wintersternbilder. Sommersternbilder verschwinden schön langsam und die Herbst- und die Wintersternbilder kommen. Allen voran der Orion, ein wunderschönes Sternbild, das einen wunderbaren Nebel hat und der vor allem für Fotografen fantastisch ist. Vom Himmel wieder retour auf die Erde und zurück in den Zug, wo mich eine wunderbare Abendstimmung erwartet. So, meine Tour für heute ist beendet und jetzt geht's wieder retour nach Salzburg.